Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Stadionlauf von mir. Heute bin ich auf dem Traditions-FC Schalke gegen den Karlsruher SC. Ich befinde mich aktuell am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Für mich geht es jetzt mit der Regionalbahn nach Gelsenkirchen, das sind ungefähr 1,5 Stunden. Ich bin angekommen in Gelsenkirchen. Ich befinde mich aktuell in der Altstadt von Gelsenkirchen. Wir haben heute Sonntag, deshalb sind auch dementsprechend alle Läden zu. Schalke befindet sich mitten im Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Also die haben aktuell 30 Punkte und befinden sich auf dem 15. Tabellenplatz. Schalke muss auf jeden Fall heute gewinnen, aber es wird eine sehr schwierige Partie. Karlsruhe hat das letzte Spiel mit 7-0 gegen Magdeburg gewonnen. Sie spielen auf jeden Fall oben mit und wenn Karlsruhe aufsteigen will, müssen sie hier heute auf jeden Fall gegen Schalke gewinnen, um den Anschluss auf Hamburg und Fortuna Düsseldorf zu verkürzen. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die zweite Bundesliga, ob oben oder unten. Also der Abstiegskampf ist richtig spannend und das Aufstiegskampf ist auch richtig spannend. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zweitligasaison dieses Jahr. Wenn ihr mich supporten wollt, meine lieben Freunde, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das ist auch für euch kostenlos, aber ihr würdet mir sehr weiterhelfen. Und wenn ihr auf dem Video ein Like da lassen würdet, lasst uns mal versuchen, die 400 Likes zu knacken. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das müsste der Dom hier in Gelsenkirchen sein. Und ich mache mich gerade auf den Weg Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Für mich geht es mit der Straßenbahn zur Wettness Arena. Hier ist noch ein schönes Eiscafé. Das Wetter ist auch optimal. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Wetter hier in Gelsenkirchen heute. Und angekommen an der Wettness Arena. Oh mein Gott, voll ist es dort. Echt ein schönes Stadion haben die Schalke und das Wetter spielt super mit. Die Leute sind aber ein bisschen angespannt, die Schalke-Fans. Ich kam ja mit der Straßenbahn. Und das ist ein Schießstand, da misst man, glaube ich, wie hart sein Schuss ist. Ich gehe manchmal Richtung Schlange, ich stelle mich hier an. Ich habe mir eine Thunfischpizza geholt, sieht auch immer sehr, sehr lecker aus. Und ich gehe jetzt gerade Richtung zu meinem Block. Das ist mein Block für heute, Block 51. Ich sitze in der ersten Reihe. Das ist das Ziel von ihm, dass er da auch geil ist. Hier mit der Pommes. Jo. Da ist die Nordkurve. Da ist der Gäste. Maschitzki, Günther. Super, sich genau auf wie immer an dieser Stelle einen sportlich fairen Verlauf. Und die Karlsruher werden auf immer zünden. Und er hat sein helles Licht bei der Hand. Und er hat sein helles Licht bei der Hand. Schon angezündet. Schon angezündet. Herzlichen Dank. Hallo Marco! Hallo Schalke, raus in der Veltins Arena! Das FC Schalke! Sieg Marius! Die zwei! Thomas! Schalker Kontern. Und Schalker Kontern, auf jeden Fall. Und die beiden Mannschaften kommen raus. Schalke mit dem blauen Heimtrikot. Und Karlsruhe mit dem schwarzen Auswärtstrikot. Ich habe noch keinen Tipp abgegeben. Ich sage, Schalke gewinnt ihr heute auf jeden Fall 2-0. Hoffentlich. Hat mich heute. Glück auf. Mit dem Anschluss. Pünktlich um 13.30 Uhr. Ich weiß, dass ich heute nach 2 Minuten. Geisteskrank, mein Lieber. Geisteskrank. Die komplette Nordkurve ist am Hüpfen. Oh, was geht denn da ab? Oh mein Gott. Krank. Krank. Geisteskrank, meine lieben Freunde. Die Karlsruhe hat besser meinen Rauchkopf auf das Feld geworfen. Alter, was machen die denn da? Ecke für Königsdorf nach 4 Minuten, kurz ausgeführt. Erste Chance für Schalke. Na
machen. Erste Chance, die Schalke noch. Weiter geht's, Schalke, weiter. Ihr macht das so, ihr macht das. Tschüss. Oh, Schalke, Schalke. Weiter, Schalke, weiter. Freunde, was das bitte für eine geisteskranke Stimmung hier von beiden Seiten hat. Das Spiel läuft ja seit 6 Minuten, die Stimmung ist geisteskrank. Das geht ja ab. Ecke für Karlsruhe. Boah, sehr gut gerettet. Sehr, sehr gut auf der Linie gefahren. Schade, schade, weiter. Fahre mal eine echt gute Partie. Hey, nächste Chance von Karaman. Sie hätten 2 Chancen mehr von 2 Minuten. Der war wirklich gut, weil der war auch allgemein Schalke spielt nicht für viel. Die hätten wir verdient, also. Das Glück ist nicht auf Schalker Seite. Schalke hat sehr viele Chancen. Aber er steht immer noch 0-0. Eigentlich 2 Minuten Halbzeit, jeden Schalke. Und die zweite Halbzeit begonnen. Ich mache kurz den Halbzeitfall. Die Halbzeit schon 0-0. Die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut. Aber Schalke hätte hier auf jeden Fall 1-0 führen können. Und ich hoffe einfach nur, dass die zweite Halbzeit besser für Schalke wird und Schalke diese Partie gewinnen wird. Weil die hätten den Stand der ersten Halbzeit auf jeden Fall verdient. Da ist ein Flitzer. Der ist zum Spiel gegangen, hat den Oman. Alles klar. Jetzt muss es anzukommen. Jetzt muss es anzukommen. Mein Plätze und
geisteskrank, man denkt, 61 Stunden, 643 Zuschauer, beim Abschiedskampf der zweiten Bundesliga, wirklich Respekt an jeden Schalker-Fan, die immer noch kommen, um Schalker zu unterstützen, sehr, sehr gut. Vielleicht 11 Meter für Schalke, Videobeweis. Vielleicht. Ja, es gibt Videobeweis. Es gibt vielleicht 11 Meter für Schalke. Komm bitte. Vielleicht 11 Meter für Schalke. Vielleicht 11 Meter für Schalke. Komm. Komm, gib den 11 Meter. Gib den 11 Meter. Ich will ein Tor sehen. Gib es. Kein Elfmeter. Es gibt doch kein Elfmeter. Mit 0 zu 0. Also es war wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung, aber die Chancen gab es auch auf beiden Seiten. Und Schalke hat einfach kein Glück, weil wir in der ersten Halbzeit auf jeden Fall 1-2 führen können. Haben die Bälle nicht mehr gemacht. Und so ist am Ende halt 0-0 geendet. In der zweiten Halbzeit gab es auf jeden Fall weniger Chancen auf beiden Seiten. Hat Karlsruhe, glaube ich, eher besser gespielt. Die Stimmung war auch in der zweiten Halbzeit sehr gut, aber am Ende endet die Partie mit 0 zu 0. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und abonniert, dann sehen wir uns demnächst.